suchen die hier? Sie bewegen sich auch auf den zweiten Pylon zu. Das kann kein Zufall sein. Aber das, worauf wir uns vorhin bewegt haben, was hier ein Ähnlichchen ist, war dann, sagen die äußere Schicht, diese Außenhülle, wo die orange Markierung alles drin ist. Da waren wir. Wenn du jetzt hinguckst, über die Felsformation so leicht. Wir haben uns quasi an der Innenseite von dieser Hülle bewegt. Ach so. Moment, hier. Ach so. Ja, das ist aber das. Aber das war ja alles. Wir haben ja blauen Himmel gehabt. Nein, das ist ja. Wenn du hinguckst, siehst du ja so leicht Wolken und alles. Das ist das. Eben, das vom physikalischen her auch total nicht wunderbar, weil halt der Atmosphäre entstehen, das Freund. Deswegen auch hier dieses Spannungsfeld, was über uns ist, weil sonst würde hier keine Luft sein. Oh. Ja. Richtig krass, ey. Ach, ich Idiot. Ich wollte bauen, ob da ein Schild ist, wollte dagegen hauen und wenn das tut. Hey. Und hab natürlich meine Schildwaffe nicht mehr. Da muss ich doch nicht abschließen. Doch, da. Anscheinend haben die Prometheaner auch etwas gegen die Anwesenheit der Allianz. Das Battle.net explodiert förmlich mit Nachrichten über die Gegenwehr rund um den Pylon. So lange hat Blizzard... Dann
Das Relaissignal ist wieder abgerissen. Wir sind fast beim Strahl. Sie haben die Öffnung gefunden. Wir sollten schnellstens hoch zu dem Relais. Deaktiviert, Schild geschwächt, aber noch aktiv. Erst nach den anderen zwei Energiekernen können wir in den Pylon. Oh, mein Gott. Zweiter Energiekern offline. Gute Arbeit, Chief. Infinity, ein Überlebender der Forward Antudor. Auch einen schwachen IFF-Tag nahe des Planetenkerns. Bitte kommen. Beim Planetenkern? Sie wissen, dass wir hier sind. Infinity, hier UNSC, KI Cortana. Nicht den Blutsväter-Planeten nähern. Wiederhole, nicht... Infinity an UNSC-Posten. Forward Antudor. Wir hören Sie leider nur abgehakt. Steuermann, Geschwindigkeit um 0,7 erhöhen. Bringen Sie uns rein. Negativ, Infinity. Nicht in den Planeten eindringen. Falls Sie uns hören können, senden Sie. Nein, Chief, Sie müssen den Strahl sofort ausschalten. Cortana an Infinity, hören Sie mich? Infinity, komm! Störquelle beseitigt, aber der Sender Ihres Anzugs ist nicht stark genug. Berechne einen Weg zum Satelliten. Schon erledigt. Los! Irgendwo auf dem Satelliten muss es eine zentrale Steuerung geben. Die Allianz rückt auch auf das Relais vor. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte die ein Senderelais interessieren?
Ich kümmere mich um die. Finde du einfach den Kontrollknoten. Wann gerät die Infinity in den Trichter? In höchstens 2 Minuten. Die Allianzler eilen zu irgendwas auf der Rückseite des Satelliten. Das müssen Sie hören. Wir konnten leichte gravimetrische Störungen nahe des Planeteneingangs ausmachen. Schlage alternativen Annäherungsvektor vor. 43K-750K-12K. Wir halten immer noch Kurs auf die Öffnung. Beeilung, Chief! Vorsicht, Prometheus ist nicht. Das ist einfach.
aber... Infinity, sensing the damage. Infinity, bitte komm! Infinity, bitte komm! Chief? Chief, lassen Sie die Kontakte los! Such uns einen Ausgang. Meinetwegen müssen Sie nicht warten. So schwindet die große Ernte meines Verrats. Selbst diese niederen Wesen haben erkannt, wofür du blind warst, Mensch. Eure Vornehmheit nimmt euch die Sicht, wie immer. Die Bibliothekarin hat kaum etwas dem Zufall überlassen, nicht wahr? Meine eigenen Wächter, meine Welt, gegen mich zu wenden. Wie hochmütig zu glauben. Sie könne euch ewig vor mir beschützen, wenn ihr nicht einmal diese Tiere beherrscht. Hat die Menschheit die Aufgabe noch nicht erlangt? Euer Aufstieg kann noch abgewendet werden. Die Zeit war euer Freund, Mensch. Aber nun hat sie dich verlassen. Die Blutsväter sind zurück. Dieses Grab ist nun das Deine. Chief, bitte! Wir müssen los! Dieser Didaktiker, er hat das Signal der Infinity manipuliert, damit wir ihn freilassen! Ziehen Sie auf! Was passiert? Der Eintritt des Satelliten in den Hyperraum hat den Kern destabilisiert. Der Didaktiker entkommt! Wir müssen ein Portal finden, bevor das gesamte Netzwerk zusammenbricht. Schnappen Sie sich einen Ghost! Moment, ich werde Energie von Ihren Schilden umleiten, um den Schub des Ghosts zu übersteuern. Thank you.
Vorsicht, Cowboy! Chief, da! Das ist jetzt eine dieser Sphären, oder? Hier spricht der Captain der UNSC Infinity. Ein unbekanntes Wesen hat die Kontrolle über unser Schiff. Wir sind antriebslos und auf Kollisionskurs mit einem unbekannten Blutsfelderplaneten. Sinkflug berechnen. Erledigt. Aufschlag voraussichtlich 77,8 Kilometer nördlich. Sie wissen, wo er hin will. Wo wir auch hin wollen. Jetzt eine Pause, oder? Ja, jetzt eine Pause. Ich habe ihn leider nicht. Du hast den schon.